Ich sehe es so, dass die Politik und die Regierungen der Gegenwart, der Vergangenheit, Bund und Länder in Deutschland, finde ich zumindest, oft die Menschen unterfordert haben. Wir haben, ist ein bisschen paradox, weil viele immer sagen, um Gottes Willen, wir haben jetzt die steigenden Energiepreise und Inflation. Wie kann der davon sprechen, dass wir unterfordert werden? Ich meine mit Unterforderung, man muss den Menschen vielleicht auch Einsichten und Wahrheiten eben zumuten, aber das können die Menschen auch tragen. Also zum Beispiel zu sagen, wir müssen unser Wirtschaftsmodell in Deutschland, weil China und die USA sich verändern, Technologien sich verändern, Energie teurer wird, müssen wir unser Wirtschaftsmodell verändern. Das bedeutet, auch für dich verändert sich etwas, auch du musst dich verändern. Wir werden das gemeinsam bewältigen, aber eins können wir nicht, stehen bleiben. Das Versprechen wäre falsch, wir müssen dir Veränderung zumuten. Würden Sie es ähnlich sehen? Ja, selbstverständlich. Und vor allen Dingen müssen wir über die Gründe mit den Leuten auch sprechen, warum diese Veränderungen einfach erforderlich sind, warum sie nötig sind. Und dann muss unter Umständen auch Streit her. Ja. CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.